Erfahrung, dann normal kann man da bei diesen Quests, habe ich schon einige Male blaue Ringe erhalten. Diesmal leider nichts, das war mal ein Schmarrn und Heilung. Ja, gut, Heilung bringt uns sowieso nichts. Und der Ring bringt uns nichts, ist auch ein kompletter Krampf. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, also, wir müssen uns zum Delkine aufmachen. Damit er den Meister Typhoon, oder ich nenne ihn immer Typhoon, keine Ahnung warum. Vielleicht aus der Typhoon im Englischen. Ich finde Typhon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, da muss man natürlich verhindern, dass der wieder weg tut. Das ist so der Meister der Titanen sozusagen. Oder der gefährlichste der Titanen. Der Anführer der Titanen, wie auch immer, irgendwie sowas. Und ja, der darf natürlich nicht wieder weg werden. Und was wir natürlich auch noch schauen müssen, dass wir die Sichel des Kronos zurückgewinnen und. Und ja, einfach unfassbar. Wir müssen so vieles machen, um die Welt zu retten. Und wir müssen uns anscheinend beeilen, denn der Delkine ist uns natürlich immer ein paar Schritte voraus. Und ist anscheinend schon Richtung diesem Berg unterwegs, um Typhoon zu erwecken. Und das wollen wir nicht. Das wäre schlecht. Gott, machen die Fallen so viel Schaden oder was war das schon wieder? So. Na gut, besiege Ratten. Ich glaube, Ratten kann ich mir schenken, oder? Scheiß auf Ratten. Niemand braucht Ratten. Und trotzdem mache ich sie. Teilweise muss ich wirklich über mich selbst lachen. Na, okay, ich renne jetzt so wirklich durch. Das hat überhaupt keinen Sinn. Scheiß auf Ratten. Die bringen eh überhaupt keine Erfahrung. Ja, ein bisschen. Ma, jetzt mit Kampfmarkierung, aber wird es so schnell gehen? Na gut, machen wir doch ein paar Ratten. Wenn wir den Schrein schon haben. Dann gehen wir da eh durch. Wie ein heißes Messer durch Butter. Ansturm auf die Spinnen. Und vielleicht, wenn ich wenigstens noch ein bisschen fleißig bin, kriegen wir nur ein Level-Up zusammen, bevor wir gegen den Delkine antreten. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt durch diesen geheimen Hintereingang raus aus dem Jadepalast, also durch so eine Höhle. Der was einmal irgendwie auf jeden Fall weit bergab zu führen scheint, denn wir gehen da dauernd irgendwelche Treppen hinunter. Man könnte ja vermuten, man geht jetzt quasi den Berg von innen herunter hinab. Vor allem von außen bestiegen und jetzt gehen wir von innen herunter und sind bei den Auen des Tschinge. Da sollte man anscheinend nach irgendwelchen Schwestern Ausschau halten. Das war eine Nebenaufgabe. So, dann schauen wir mal. Da gehen wir wieder ein bisschen gründlicher mal um. Irgendwie ist gerade so eine bedrohliche Hintergrundmusik. Was hat das zu bedeuten? Bin ich schon zu spät etwa, um die Erweckung des Typhoon zu verhindern? Nee, natürlich nicht. Beziehungsweise kann ich meine Meinung gar nicht wissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, rascht jetzt aus. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, ich habe die richtigen angeklickt. Das heißt, die laufen noch ein bisschen und kann den Heiltrank usen. Juhu! Bin jetzt trotzdem tot. Moment, jetzt gehe ich in meine Standarte und esse da in Eire und es flippt aus mit Nova-Explosionen. WTF? So, Psi-Entladung, löst die aus. Jawohl. Mann, 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 ist der Akt einfach haut. Also ab Orient einfach ist das Spiel wirklich sehr, 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 sehr mühsam. Ja, hör auf uns mit Pfeilen zu beschießen. Danke. Ornamentruhe, was ist da drin? Gar nichts. Gar nichts. Wo sind diese komischen Schwestern? Also bis jetzt sieht man noch gar nichts. Oh, da wieder ein komischer Felsen, so ein, wie ihn ja nennt, Telkrine-Felsen. Okay, mehrere Telkrine-Felsen. Da war er also unterwegs, der Telkrine anscheinend.
So, na dann. Okay, da geht's jetzt schon weiter. Aber ich will eigentlich bei den Auen des Chingen immer nach diesen Schwestern suchen. Also geht ein bisschen gründlicher gerade ab. Gerade schauen, ob ich irgendwo irgendwelche Schwestern finde. Nach zwei sollte ich ausschalten. Bis jetzt habe ich noch keine einzige gefunden. Ja, ja, Babyraptoren. Vor eng habe ich wenig Angst. Aber ihr erinnert mich mal daran, dass ich mir die coole Jurassic Park Musik wieder mal anhören wollte. Okay, das war's. Gut, da oben anscheinend noch, da gibt's eine Höhle. Wollen wir in diese Höhle? Ist es eine sinnlose Höhle? Sind da drinnen die Schwestern gefangen? Ich verrate eigentlich, es ist, soweit ich weiß, eine sinnlose Höhle. Aber wir gehen jetzt trotzdem rein, denn das wird mir jetzt gerade interessieren, was es da gibt. Außer meinen eventuellen Tod, oh mein Gott. Ja, nein, also das ist glaube ich wirklich wieder so eine sinnlose Höhle, einfach wo es eigentlich gar nichts gibt. Okay, Erfahrung, diese Obelisken bringen eigentlich immer viel an Erfahrung. Da man sieht, es ein mega gelber Batzen. Deswegen ist es auch im Akt 2 so sonderlich geil zum Leveln, denn da gibt es abartig viele von diesen Obelisken. So, und das war's. Okay, da irgendeine Schatztruhe, was geplündert worden ist oder schon offen ist. Und das war diese aufregende, super tolle Höhle. Na gut, da gibt es also keine Schwestern. Schwesterherz, wo bist du? Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall rechts weiter, also wieder nach Osten, da doch über die Brücke, denn da gibt es anscheinend offensichtlich einmal gar nichts mehr. Also gehen wir mal über die Brücke rüber und schauen mal, ob da noch immer die Auen des Chinge sind. Wenn ja, haben wir da drüben noch ein weiteres Gebiet zum Erkunden, wenn nicht, haben wir da irgendwas übersehen. Und ich muss nochmal zurückgehen. Aber schaut gut aus. Und da gibt es wieder Tiermenschen. Die jetzt einfach getrost ignoriere. Ich laufe wieder ein bisschen durch. Ah, die Pflanzen, die töten wir. Für eventuelles Rebengewächs. Das nicht gejobbt worden ist. Aber dafür eine, was? Eine Aegis? Ja, ein Schild. Okay, Blödsinn, eine Rüstung. Na gut, aber eine miese Rüstung. Bringt uns nichts. Eher so eine Intelligenzrüstung wieder, meiner Meinung nach. Schon Regengewächse, die wären so cool, die bringen glaube ich die Gesundheitsregeneration, oder war das? Wo ist es denn? Da. Ja, das wäre die Gesundheitsregeneration, die wäre wirklich cool. Da könnte die wäre die da immer um ein Dummlauf und sowas ein bisschen schneller regenerieren, denn momentan haben wir nur 7 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Puh, ist nicht so viel bei 1700 Leben, na, das ist echt nicht viel. So, wieder mal Gesundheitstränke, da braucht man eh ein paar, denn da verlieren wir relativ viele immer bei so größeren Kämpfen. Also gegen Bosse eher weniger, Bosse haben wir kein Problem, aber so kräftige Gegner oder kräftige Gegnergruppen, die sind immer gefährlich. Ah, da oben zeigt sich mal irgendwas an mit einem Nebenquest. So, dann machen wir da die Standarte und das und Phantomschlag und tschüss. Bloß nicht gestunt werden und bloß nicht so viel Schaden nehmen. Was geht ab? Was geht ab? Ey, Alter, was geht ab? So, dann da haben wir den da noch. Na gut, jetzt geht's. Okay, irgendwas gedroppt worden. Da wieder so Rüstung. Okay, der kommt defense-mäßig schon einmal fast an unsere ran. Das ist cool. Aber hat schon eher Schwachsinnswerte, also keine guten. Da, eine Schwester, eine vermisste Schwester. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich habe den Zauber gebrochen, das wollte ich nicht. Plötzlich war ich von Monstern umgeben. Gut, dass du kamst. Aha. Ich werde es erklären, guter Krieger.
Vor langer, langer Zeit tarnte der große, weise Lao Yun sich als Bettler und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm Reis geben. Niemand ließ ihn herein, außer mir und meinen Schwestern. Der große Weise enthüllte uns sein wahres Selbst und gab uns magischen Samen. Wenn ihr diesen esst, sagte er, soll euch kein Leid geschehen, solange ihr auch kein Leid zufügt. Aha. Hunderte von Jahren haben wir friedlich alleine gelebt, fern von Narretei und Bösartigkeit. Narretei. Aber heute sah ich am Fluss einen Tigermann, der dabei war, einen harmlosen Hirsch zu schlagen. Ohne nachzudenken, habe ich das Monster mit meinem Stab geschlagen. Ich habe es getötet. Ich wusste noch im selben Moment, dass der Zauber aufgehoben war, dass ich nicht mehr geschützt war. Ich ließ meinen Stab fallen und lief davon. Hä? Sie hat mit einem Stab einen Tiger erschlagen? Bitte was? Oder den Hirsch? Nein, ich glaube den Tiger. Okay, endlose Beschreibung, lesen wir jetzt nicht durch. Wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Schwester irgendwo suchen. Gibt's da unten was? Nö. Klickrig an aus dem Fenster? Ja, ist die Aufnahme noch am Laufen? Ich sehe es nicht. Hey, was soll das? Hallo? Ah, jetzt. Na gut, die Aufnahme läuft noch, sehr schön. Also, gehen wir dann noch... Ah, da sehe ich schon. Da zeigt es mir auf der Minimap wieder so einen gelben Punkt. Dann dürfte dann wohl die zweite Schwester sein. So, dann da Dschungelkriecher. Ah, die hätten normal so eine hohe Chance auf Rebengewächs. Ah, aber sie wollen es nicht fallen lassen. Sie sind schüchtern ein bisschen. Müssten es aber nicht sein. Nein. So, dann da, Schwester Nummer 2. Ach, Fremder, du hast sie gerettet. Vielen Dank. Bitte, nimm dies. Nimm dies und das. Ein Siegelring der Knechtschaft. Aha, Knechtschaft. Habt ihr so irgendwelche Knechte? Irgendwelche Sexsklaven in euren Hütten? Siegelring der Knechtschaft. Wo ist denn der? Siegelring des Bla, Fischbla. Da, da, okay. Na, ist auch Schwachsinn. So, gehen wir wieder ein bisschen Essenzen zusammenbauen. Das haben wir vollständig gehabt. Dämonenblut. Kann ich mal da machen. Raptoren, Dingens, da, da. Dann nochmal Dämonenblut. Und Cheat des Osiris. Okay, mal wieder vollständig. 50% Wahrscheinlichkeit für 2 Sekunden Lähmung bei Waffen. Also jeder zweite Schlag wird eventuell ein Monster lähmen. Das wäre schon einmal kein schlechter Vervollständigungsbonus. So, dann ordnen wir das, keine Ahnung, so an. Haben wir da irgendwas doppelt, haben wir da irgendwas übersehen? Ich sehe mal nichts. Ne, weiter geht's. Also, die 3 Schwestern erledigt. Und hat man schon gesehen? Ja, wir sind da ein bisschen im Kreis gelaufen. Also, Moment, Gegner greifen mich kurz an. Jetzt hau ich's eigentlich gleich, ganz gleich. So, da, das da, ja. 54 Gold, total wichtig, dass es das aufhebt. Da sind wir runtergegangen, da war dieser General, der was nach seiner Ausrüstung gesucht hat, da war ungefähr die Höhle. Und da unten war dieser Wegpunkt, da sind wir dann da links, überall da, keine Ahnung, wo sieht man es, da sind wir den Berg hochgeklettert und da über so eine geheime Höhlenpassage da dann rauskommen. Also, wir laufen sozusagen wieder im Kreis. Und kommen dann natürlich wieder in diese Stadt zurück, in der die Terrakotta-Soldaten auf uns warten. Da verfolge ich jetzt den Plan, dass ich dann kurz nochmal den Terrakotta-Quest da im Palast mache. Ich überlege gerade, ob ich ihn rausschneide, aber ich glaube nicht. Ich sage einfach nochmal, so lange dauert er jetzt da nicht. Vielleicht finde ich irgendeinen coolen Gegenstand mit ein paar Zuschauern. Haha, vielleicht extra Glück dadurch. Und dann nur die restlichen Nebenquests da kurz machen, die was uns da so nur im Aufgabenquest herumlungern. Und dann machen wir uns auf zur letzten großen Aufgabe anscheinend dieses Quests. Die Wiederbelebung von Typhoon zu verhindern. Den kannst du schon freuen, der schaut mega geil aus. Der Kampf gegen ihn dafür wird dafür nicht so mega geil, aber er auch wieder einige Male verrecken. Aber das sehen wir alles noch später. Ich mag da jetzt nicht allzu viel spoilern. So, gut, dann. Wie verraten, wir sind wieder in Chang'an angelangt. Tada!